Dreckskanal. Wir gucken das Video von Irk Megas. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was ist denn hier los? Ist schon wieder Karneval. Ja, in Köln feiert man 365 Tage Karneval. Es ist tatsächlich Sommerkarneval. Und wer darf da nicht fehlen? Selbstverständlich. Digga, das nenne ich mal vorproduzieren, Digga. Mark Eggers, ein halbes Jahr gefilmt, bevor er es hochgeladen hat. Alter, wenn es bei mir mal so wäre. Mark Eggers, ich bin heute am Start. Carsten ist hinter der Kamera. Und wir fragen die Jecken und Jeckinnen einfach mal, wie sieht denn euer absoluter Traummann aus? Oder wie sieht eure Traumfrau aus? Ich bin sehr gespannt. Wir gehen einfach mal rein ins Getümmel. Ganzen Tag im Sommer. Der Wievielste heute? 3. September. Hier wird gefeiert, hier wird gesoffen. Deshalb liebe ich diese Stadt so. Wir schauen mal nach. Carsten, komm. Sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mond. Tran, ja. Tran? Ja. Halt den. Ich konnte den Text einfach mal 0,0%, Digga. Mondstein fest und... Erstmal so tun, als könnte man so. Und ja, Mann, du triffst gerade voll den Vibe bei mir mit dem Song. Einfach noch nie gehört den Song, Digga. Wie sieht für dich dein absoluter Traummann aus? Oh. Groß und blond. Groß und blond? Hast du irgendeinen Promi, wo du sagst, das ist er? Wenn es ein deutscher Promi ist, Matthias Schweighöfer. Ach echt, ja, so ein bisschen Milchbubi-mäßig. Ey, der ähnelt wirklich meinem Kameramann. Guck mal, ein bisschen. Wunderbar. Oder? Hat er heute Abend schon was vor? Nee, Carsten hat noch nichts vor heute Abend. Wunderbar, kommt er gerade mit. Ist ja der Moment dafür gekommen, um die Kamera zu drehen. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Unser Traummann. Haare. Groß. Ja, die Leute da, die sind einfach... In Köln sind die Leute einfach offener. Ich glaube, der hätte die Nummer genauso durchgezogen, wie es auch gesagt hat. Größe ist wichtig, ne? Ja. Oh. Ja, und bei dir? Wieso kommt da jetzt ein Einschnitt von mir? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Eine absolute Traumfrau? Ja. Ähnelt meiner Mutter. Ja. Wie sieht denn dein absoluter Traummann aus? Wie du. Wie ich? Ja. Mit Klatsche? Also, nee, ein bisschen jetzt, weniger. Guck mal, klatsch. Nein, mal mit Sitz. Klatsch mal drauf. Wie. Nur die dich sticken. So, ich mit Sixpack? Ja, du mit Sixpack. Und ohne Segelohren, ohne Zahnlücken und mit einem großen Piss. Da hat jemand gerade jemanden kennengelernt, frisch. Nein. Nee. Sag mal, Marc, also da sieht man doch immer wieder, worauf Marc Wert legt, wenn er hier die Frauen anspricht. Na, Marc, du alter Schlawiner. Nein. Schon lange zusammen? Nein. Na, wie sieht er aus? Dann können wir doch mal gucken, ob wir einen finden. Er muss groß sein. Haltet doch die Fresse. Pirat. Warum werde da immer ich eingeblendet? Warum? Ich bin da jetzt nicht klein. Also ich meine, ich bin 1,79. Ist auch eigentlich eine super gute Größe, oder? Weil du ein Keck bist. Ah, Trickster, wie lustig von dir, dass du den Kommentar gerade verfasst hast. Mensch, da werde ich dann, denke ich mal, später nochmal kurz bei mir zu Hause den Kommentar Revue passieren lassen und werde dann auch mal nochmal richtig drüber lachen, mein Lieber. Aten. Stehen und frei. Dreh mal Kölle. Trickster, warum gibt es den Buchstaben scharf S nicht in groß? Bitte erklär's mir. Tran, ja. Tran? Ja. Rette sich, wer kann lang. Ey, wie ist dieses Bild, Carsten, wenn wir immer vor diesen Dixie-Scheißhäusern stehen? Ja, danke. Das war gerade super mitgesungen. Stehen. Passt zu mir aber, oder? Ja. So, Traummann? Russe? Oh, jetzt kommen wir, jetzt gehen wir auf die Nation. Es geht nicht um die Körpergröße. Ach so. Ja, gut. Nationalität hier. Dunkelhaarig. Russe? Echt, ja. Dunkelhaarig und Russe. Habt ihr irgendwie so ein Promi, wo ihr sagt... Als ob man die Nationalität in das Schema des Interessens, der Interessen packen kann. Also das geht doch nicht. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich stehe auf Blondinen, die schöne Oberweiten haben. Zum Beispiel, okay? Das ist ja ein Schema, wo ich sage, okay. Aber ich kann auch jetzt nicht sagen, ich stehe auf Polinnen. Weil es kann ja sein, dass da eine Russin kommt, die halt das Schema auch komplett erfüllt. Oder? Das ist doch sexistisch. Stimmt, du hast recht, dein Geschmack zu teilen ist sexistisch, da hast du recht. Das ist super. Ryan Gosling. Der ist ein Hübscher, ne? Oh ja. Und Zac Efron auch. Man sagt mir oft nach, gewisse Ähnlichkeit. Manchmal gehe ich so durch die Kölner Innenstadt, Zack. Ich so, ja. Baywatch Teil 4 drehe ich jetzt auch. Ja, muss sagen, eine gewisse Ähnlichkeit ist hier absolut vorhanden. Wie sieht euer Traummann aus? Du, so wie du. Mit Plauze auch? Ja, richtig schön. Ja. Wow, was hat die für eine Stimme? Goldkette. Ja. Perfekt, ja. Okay, bei dir? Ja, groß. Muss jemand aufpassen, der Mann wartet zu Hause. Genau, ja. Kurz nochmal nichts Falsches sagen, ne? Ja, wie groß ist er? 1,85. Nee, ich meine unten. Auch. Ihr seid 70er-Style. Ja, natürlich. Unten 1,85, muss ich wirklich sagen. Stabil. Hey. In Ugly. Warte, ich heb auf hier die Token. Damit zahlt man nämlich hier. Ein Gentleman. Wer ist so der absolut hotteste Typ on Earth? So Elias. Nimm mich der Mann. Mbarek. Nein. Und bei dir? Die Elevator Boys. Ui. Die Elevator Boys. Komplett im Film gefangen, Digga. Ey, Unique Hector 2, Digga.
Ja. Ist doch nur ein Spaß. Mensch, ihr könnt doch Spaß haben. Klar, immer. Du auch. Ja, Isa nicht so ganz. Ja, guck mal, Isa, guck mal da. Haut die Freundin nicht in die Pfanne. Ja, sag ich ja, Isa. Oh, guck mal, wie lange kennt ihr euch schon? 2 Jahre. Ihr seid nicht so gut, ne? Wie sieht dein absoluter Traummann aus? Ja, gut, ne? Also ich hab ja einen, ne? Deshalb. Ja. Willst du den grüßen? Komm dann. Wie lange seid ihr schon zusammen? Na, nicht so lang. Nur ein paar Monate, 3 Monate erst. Du kannst ja den beschreiben, so den Traummann. Also, einen hast du zu Hause, aber wer denn dein Traummann? Ja, mich darf man streicheln. Darf man? Ah! Nee, kannst du. Streich immer. Und jetzt sag Ei, Marc. Ei, Marc. Braune Haare, eine Brille. Marc ist schon so einer, ey. Da macht es schon gut, ja. Muss man ehrlich sagen. Ja. Ja. Musst du jetzt sagen, weil er eine Brille trägt. Ihr seid der Typ Mann, auf den die Frauen stehen, von der Größe her. Hoffentlich auch vom Rest. Spielt ihr Basketball? Boah, Digga, wie groß sind die? Marc ist ja schon übel groß. Bro, die sind 2 Meter. Ball? Nee. Tatsächlich Fitnessstudio, ja. Fitnessstudio. Tatsächlich. Davon wird man ja nicht so groß. Schnelle Brillen habt ihr auch. Unsere Eltern haben gut gearbeitet. Ey, dann müsste ich ja echt riesengroß sein, weil ich glaube, mein Vater war ein guter... Willst du noch mal jetzt von 10.000? Was denn? Wieso? Du bist doch Cheerleaderin. Wie macht ihr denn? Oh, da kommt einer. Vorsicht, Abstand. Immer respektvoll sein. Ey, aber ich sage euch mal eine Sache, die Marc so krass gut kann, dass es einfach unfassbar ist. Der Typ kann sich einfach in so eine Menschenmenge reinstellen und alle so anquatschen, aber nicht so auf diesen cringe-mäßigen, so, ah, der redet die anderen übel cringe und so. Der macht es so, als wäre es das Normalste der Welt. Ey, M8 Robi, Digga, halt's Maul. Immer mit diesem Wrap it up, sehr, sehr lustig, Digga. Was du zu Hause sitzt, ich anfange endlich mal was Interessantes zu erzählen und du denkst dir so, das ist langweilig, haust den Wrap it up rein. Es ist absolut daneben, Digga. Ja, komm. Ey, M8 Robi, kompletter Knecht, Digga. Wie ja. Sieht eure... Und alle, die das jetzt reinschreiben, komplette Knechte. Traumfrau aus. Ja, gut gebaut. Oder Mann, kann, ey, Traummann. Nee. Ist doch für mich fein. Nee, alles gut. Gut. Ja, gut bestickt. Gut bestickt, Digga. Anstatt den Siebdruck wird da auch gut und gerne mal der Stick gewählt und das findet er einfach richtig gut. Also jetzt doch Mann, oder was? Nee. Frau schon. Bei ihm ja. Nein. Also, große Brüste. Ja, und großen Arsch. Ach, Marc, Digga. Ich lieb den Scheiß. Der war aber wirklich... Also hier links kam der mit Liebe. Da war wirklich Gefühl mit dabei. Bei dir rechts... Mach nochmal. Ja. Jetzt, ich guck nochmal auf der Seite. Ja, hier ist... Da ist die Gefühlvolle, ne? Küsst die alle heute. Oh, ich dachte, ich bin was Besonderes. Naja, gut, einer von vielen, ich kenn's. So, bei dir optisch... Die verteilen da Küsse. Digga, hä? Optisch ist natürlich sehr wichtig, aber ich sag mal so, 50-50 ist schon ein gutes Verhältnis. Das heißt, Aussehen muss stimmen, aber auch der Charakter muss stimmen. Die muss auch gut gebaut sein, ist schon wichtig, hast aber du auch einen guten Charakter haben. Hast ne? du eine Prominente? Hast du mal ein prominentes Beispiel? Aber was meint ihr jetzt mit, die muss gut gebaut sein, Digga? Also die Freundin von InScope ist schon nicht schlecht. Digga, so ein Geier, Digga, ist unfassbar. Was passiert denn hier? Also das ist ja eine ganz üble Geschichte, Alter, dass der Typ jetzt genau hier meine Freundin raushaut. Übles Ding. Üble Geschichte, Digga. Ganz, ganz übler Geier, Digga. Sitzt da hinterm Screen. Ach, scheiß drauf, Digga. Komm, wir machen zusammen, na, wie es geht. Vorsicht, wir machen gerade Cheerleader-Dance hier. Ja, keine Kommentare, meine Freundin. Ja, Leute, reißt euch bitte am Riemen. Ja. Kennst du Corinna Kopf? Ja, klar. Ja, die ist, die ist auch vom Markt jetzt, wegen Sydney. Ja, die gut, aber die ist halt... Ja, die ist überhaupt nicht vom Markt, Digga. Die ist sowas von im Markt drin, Alter. Was in der Art wäre auch nicht verkehrt, ne? Ey, das war mega gut. Wie sieht dein Traummann aus? Oh Gott, nee, das kann ich nicht sagen. Wieso? Ja, es kommt ja mehr auf den Charakter an, ne? Gibt's einen Promi? Optisch, nur optisch. Leonardo DiCaprio. In seinen jungen Jahren? Ja. Haben wir gedacht, ja. So, was passiert jetzt hier gleich? Also jetzt gleich treten hier die Grüngüllrosen auf und das sind circa 60, 70 Leute. 3, 4 können davon singen und der Rest macht in der Summe eine richtig geile Show. Okay, also der Rest kann nicht singen, da... Die Grünkohlrosen. Okay. Wäre ich eigentlich mit gut aufgehoben, oder nicht? Komm mit. Wir stellen uns jetzt einfach dazu und singen ein bisschen mit. Hier hinten sieht einen keiner. Ich dachte schon im Megapark, ich kann die Texte nicht, die ich selber performe. Hallo. Ihr seid... Alter, Irk Megas noch kurz mal ganz entspannt hier seine Tanzskills rausgehauen, Digga. Marc Eggers, der alte Breakdancer, muss man wirklich sagen, wow. Geschwister. Zwillinge. Ja. Zwillinge, ne? Ja. Man sieht's an der Nase. Ja, guck mal auf Instagram jetzt, Jana. Ich wollte unbedingt...
Guck mal da auf Instagram jetzt, oder? In YouTube ins Video. Ja, ja, pass auf. Oder auf YouTube ins Video. Aber da werde ich immer so dumm dargestellt, wenn... Nee, wenn du nicht dumm bist, wirst du nicht dumm dargestellt. Nee, Digga. Wird überhaupt nicht dumm dargestellt. Wird halt so dargestellt, wie es ist, ne? Ja, ich bin nicht dumm. Das merkt man aber direkt, dass du nicht dumm bist. Guck mal da auf Instagram jetzt. Wie sieht dein absoluter Traummann aus? Mein absoluter... Quest. Traummann, den habe ich schon geheiratet. Ja, wie sieht er aus, optisch? Gut, natürlich. Ja. Ja. Zum Beispiel groß? Größer als ich auf jeden Fall, ja. Okay, eher muskulös? Ein bisschen. Ein bisschen? Aber nicht zu viel. Nee, brauche ich nicht. Willst du ihn grüßen, den Mann? Mein Mann? Ja. Ja. Arne, es ist schön, mit dir hier zu sein an meinem Geburtstag. Ach, der ist auch irgendwo? Der ist ja, ach so. Ja, der hat sich aber gerade in den Liegestuhl gelegt. Der braucht eine kleine Pause. Hey, hey. Und sehr sympathisch. Ja, ja, oder? Die Dummen sind immer die Sympathischen. Wie sieht euer absoluter Traummann aus? Optisch. Musst du die fragen. Oh, so? Mann, ich hab einen schon gefunden. Aber wie sieht er aus? Oh, guck mal, da macht sie aber, das ist ein Flex gerade, hast du gemerkt? Ich hab ja meinen schon gefunden. Bei dir? Ich hab keinen Typ immer. Du musst mir einfach sympathisch sein. Blond. Ja. Schöne Augen. Ja. Schöne Figur. Geht auch ganz wünschlos wie ich. Guck mal, ja, hier, fass mal rein in die Rolle da. Mach mal richtig den Knuffi. Wie sieht dein Traum? Oh, oh, oh. Mann an die Banane. Nee, lass. Boah, jetzt geht's hier aber los, Digga. Also da ist wirklich wieder diese Attitude. Kann ich im Video mit dabei sein? Ich würde einfach mal jetzt mal so deinen Dick andancen. Die andere Seite nehmen. Perfekt. So, wie sieht für dich der absolute Traummann aus? Also. Nee, warte mal. Andere Seite. Ey, also ich will ja jetzt nicht sagen, so wie du, aber... Ach so, stimmt, weil die nüchtern ist. Ähnlich wie du. Ähnlichkeit. Wie ich in schön. Genau. Ja, das ist doch schön. Danke dir. Groß, dunkle Haare, breit gebaut und nett. Und nett? Ja. Nett und gut im Bett. Genau. Das ist das, was die... Genau. Frauen wollen heutzutage, oder? Ja. Aber guck mal da vorne. Warte, der Nächste, der kommt, den nimmst du. Okay. So, der Nächste, der jetzt hier an meinen Kameramann vorbeigeht, der wird genommen. Achtung. Ah, da ist er. Hier, kommst du mal ran. Das ist der Nächste. Das ist der Nächste. Mit gehangen, mit gefangen. Darf ich dir vorstellen? Den nimmst du? Also mein absoluter Traummann ist blond, ja. Größer als ich, das ist auch nicht so schwer, muskulös und der muss einfach eine freundliche Ausstrahlung haben. Der muss in den Raum kommen und alle müssen denken, das ist er. Sehr sympathisch. Wie alt bist du denn? 24. Ey, das denken bei mir oft auch Leute. Na, die Antwort ist halt irgendwie immer dieselbe. Es kommt nie mal so die Antwort so, ja, mein Traummann, der ist halt... Jetzt nicht so gut aussehend, bisschen dicker und auch relativ dumm. Die Antwort kommt einfach nicht. Ich muss es überdenken. Ich komme in den Raum und Leute denken, das ist er. Und wünschen sich, hoffentlich geht er wieder raus direkt. Wir machen die Abmod jetzt. Oh Gott, Wir sind am Ende. Ja. Jetzt nicht körperlich und nicht besoffenstechnisch, sondern vom Video. Schade. Das war's von Jack und Sonneschin. Wirklich sehr gelungenes Festival, muss ich echt sagen. Coole Leute, gute Stimmung. Vielleicht mal deine Freundin fragen. Apagallo. Erstmal, ja. Super. Stimmung sehr gut organisiert, checkt es unbedingt mal ab. Wir sehen uns beim nächsten Video. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und ihr habt es gehört, so sieht der Traummann aus für die Leute hier auf dem Festival. Ich bin raus, danke an Carsten, der gefilmt hat. Ciao. Ja, Marc, wirklich wieder eine ganz, ganz üble und beschissene Nummer, das Video. Kann ich so nicht anders beschreiben. Es ist eine Katastrophe, wirklich. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.